Hallo und herzlich willkommen im Literaturhaus Berlin Digital. Heute Abend ist Juan Gabriel Vázquez bei uns, ein kolumbianischer Autor, der derzeit an der Freien Universität Berlin eine Gastprofessur innehat. Gemeinsam mit Florian Borchmeier wird er seinen neuen Erzählband Lieder für die Feuersbrunst vorstellen. Und das Ganze wird auf Spanisch stattfinden, ins Deutsche gedolmetscht von Alexander Schmidt. Ich wünsche Ihnen und uns allen viel Spaß. Que tenga una buena lectura. Sí, muy buenas tardes y bienvenidos acá en la Casa de Literatura en Berlín. Voy a seguir en español para esa charla, porque pienso que teniendo dos canales distintos, español y alemán, es más agradable. Ja, willkommen, mein Name ist Florian Borchmeier und ich möchte heute den Schriftsteller, den kolumbianischen Schriftsteller Juan Gabriel Vázquez vorstellen und sein letztes Buch, eine Sammlung von Erzählungen, Lieder für die Feuersbrunst. Wir werden erst einmal ein Gespräch anfangen, dann wird es auch Exzerpte geben, Auszüge, die vorgetragen werden, sowohl auf Spanisch als auch auf Deutsch. Die sehr schöne Übersetzung von Susanne Löffler ist verfügbar. Für mich ist es ein bisschen wie eine Premiere, denn obwohl ich seit 10 Jahren die Romane von Juan Gabriel Vázquez lese, ist es das erste persönliche Zusammentreffen, zumindest bewusste Art, denn wir haben genau gleichzeitig ab dem gleichen Sommer 1996 in Paris studiert und sicher waren wir oft bei denselben literarischen Veranstaltungen an den gleichen Orten, ohne uns dessen gewahr zu werden. Und in dieser Zeit entstand ja auch der erste Roman von Juan Gabriel, Persona, aber dann gingen unsere Wege auseinander, denn Juan Gabriel ist erst einmal in die belgischen Ardennen gezogen und ich praktisch in die entgegengesetzte Richtung. Danach, 1999, ging er nach Barcelona, die zu diesem Zeitpunkt eine Art Hauptstadt der lateinamerikanischen Literatur war, und dort entstand auch sein erster Roman. Die ersten Romane von Juan Gabriel Vázquez, die international bekannt wurden, wie Die Informanten, hier ist die deutsche Ausgabe der Informanten, oder Die Geheimgeschichte Costaguanas. Das habe ich hier auch vorliegen als deutsche Ausgabe, das erste, was ich gelesen habe, oder auch Das Geräusch der Dinge beim Fallen. 2012 ist Juan Gabriel dann in seine Heimat zurückgezogen, nach Bogotá. Nun aber hält er sich zum ersten Mal für eine etwas längere Zeit zumindest in Berlin, und es gibt somit die Möglichkeit dieses persönlichen Zusammenkommens, wirklich ein seltenes Privileg, vor allen Dingen vor dem Hintergrund dieser Pandemie, denn in Berlin letztes Jahr, wenn es sie nicht hier bereits wohnten, war es praktisch ein Ding der Unmöglichkeit, lateinamerikanische Autoren zu treffen. Deswegen denke ich, ist das wirklich in gewissem Sinne auch eine Art Premiere, weil es ist ein bisschen wie ein Spiel vor leerer Tribüne, Kolumbien gegen Deutschland, wenn man so will. Das Geisterpublikum ist anwesend in virtueller Art, deswegen ist es vielleicht auch angesichts des Ungewöhnlichen in dieser Situation bitten wir auch um Entschuldigung. Wir müssen uns da sozusagen auch einfühlen. Sie können Ihre Fragen übrigens stellen und ich hoffe auch, dass das nicht das letzte Mal sein wird, denn ich denke bald, dass bald das Literaturhaus auch seine Pforten wieder öffnen möchte und wird. Obwohl man jetzt den Applaus nicht hört, möchte ich diesen Applaus jedoch für Juan Gabriel Vázquez hier in Berlin bitten. Ja, vielen Dank, Florian, sagt Juan Gabriel Vázquez, und danke auch an das Literaturhaus Berlin dafür, dass Sie mich hier noch einmal sozusagen wieder einladen. Es ist wirklich ein sehr schöner Ort und es ist wirklich sehr schön, dieses Gespräch mit dir zu führen, auch angesichts der Restriktionen, die uns die Pandemie einfach auflegt. Das ist etwas Wichtiges, was wir hier tun. Ich glaube, du bist vor einem Monat angekommen. Wie ist deine Erfahrung in dieser Stadt? Erkennst du sie wieder unter diesen Umständen? Es ist eine
geschlossene Stadt natürlich. Es ist eine Stadt, die ich noch ganz anders in Erinnerung habe. Sehr offen, so aktiv, lebendig. Ja, eine Stadt, die buchstäblich kocht und belebt ist. Und deswegen erlebe ich die diesmal ein bisschen anders. Melancholisch vielleicht. Aber ich habe dann die Menschen getroffen, die ich kenne, die Schriftsteller, die ich schätze, einige Freunde, die ich hier auch habe, und die Stadt hat mir und meiner Familie ja auch irgendwie uns willkommen geheißen, und ich habe mich auch gefühlt, als ob ich ein bisschen nach Hause komme. Der Kurs, den ich im Augenblick hier an der Freien Universität gebe, da sind sehr viele großartige Studierende dabei, sehr, sehr engagierte Lesende. Und das ist wirklich etwas, was ich suchte. Es ist virtuell, das stimmt. Das bedauere ich ein bisschen, aber es ist nicht weniger interessant deshalb. Eine Frage einfach nur aus Neugier für diejenigen, die in der Kunst arbeiten, vor allem in der darstellenden Bühne, Film. Dieses Jahr ist wirklich ein radikaler Wechsel gewesen. Unser ganzes Leben ist komplett umgestellt worden. Wie war es denn nun für einen Schriftsteller aus Ihrer Perspektive, wo Sie doch natürlich betrachtet vielleicht eine größere soziale Distanz eh pflegen? Ja, das stimmt. Meine tägliche Routine, die Gewohnheiten während der Pandemie, schon von den ersten Monaten einer sehr strikten Quarantäne, die sehr frühzeitig, ja auch im gesamten Verlauf dieser Pandemie, die ja schließlich die ganze Welt ergriffen hat, veranlasst wurde. Da muss ich sagen, dass die Veränderung nicht so groß war. Aber es stimmt auch, dass in diesen ersten Monaten, März schon des vergangenen Jahres, war ich eine der ersten Personen, die infiziert wurden, in Kolumbien. Das heißt, es waren Monate geprägt von einer gewissen Unsicherheit und auch einer gewissen Angst, denn es gab ja kaum Informationen über diese Krankheit damals. Aber sobald das vorbei war, da war für mich die Wirkung der Pandemie und der Quarantäne die einer Konzentration, einer Fähigkeit, sich zu konzentrieren, die sehr besonders war. Ich bin jemand, der sehr eher zurückgezogen ist. Ich brauche nicht wirklich viele Leute um mich herum, um mich wohlzufühlen. Und die Auswirkung dieser Tage auf mich war es, dass ich sehr, sehr konzentriert war, sehr, sehr, eine sehr interessante Erfahrung war. Das für mich, und das Ergebnis ist ein umfangreicher Roman, ein vielschichtiger Roman, den ich in den 9 oder 10 Monaten dieser Quarantäne geschrieben habe. Ich habe 7 Jahre bereits an diesen Roman gedacht und daran gearbeitet, aber in diesen wenigen Monaten ist es dann herausgekommen, habe ich es gemacht. Das hat wirklich diese besondere Qualität der Einsamkeit der Quarantäne hervorgebracht, der Einsamkeit innerhalb der Pandemie auch, die dazu geführt hat. Ja, das gibt mir doch sehr große Neugier, diesen Roman zu lesen. Also es ist schön, dass du auch diese Zeit so gut nutzen konntest. Ich denke, bevor wir jetzt die eigentlichen Vorträge, also die Ausschnitte vorlesen, sollten wir vielleicht eine kleine Einführung in deine Arbeit machen. Vielleicht nicht in konventioneller Art, denn die Tatsache, dass du einer der wichtigsten lebenden Autoren in Lateinamerika bist, ist etwas, was bereits schon so oft gesagt worden ist, und wichtigere Menschen als ich haben das bereits bestätigt. Alle Literaturpreise, die du gewonnen hast, sind ja selbstredend in der Hinsicht, aber auch Kollegen wie Jonathan Franzen oder Mario Vargas Llosa haben sehr vorteilhaft über dich gesprochen, aber auch die New York Times. Deswegen möchte ich auf etwas anderes das Augenmerk richten, nämlich etwas, was man vielleicht sagen kann, ist eine Art Neuerfindung des historischen Romans. Und ich denke, dass du dich sicherlich überhaupt nicht mit dem Etikett eines historischen Romanciers oder Romanautors überhaupt identifizierst, also nicht wie Alexandre Dumas oder Walter Scott. Aber es ist eine Tatsache, dass fast alle Bücher, zumindest die ich gelesen habe,
sich nicht in der Gegenwart, in der Jetztzeit darstellen, sondern in einer Vergangenheit. Natürlich ist es nicht die Vergangenheit der drei Musketiere, sondern eher eine jüngere Vergangenheit des 20. Jahrhunderts oder Ende des 19. Jahrhunderts bis zur jüngsten Vergangenheit, die du ja selber auch erlebt hast als Dozent, Student. Das war die Zeit des Narco-Krieges in Kolumbien, der Krieg der Guerillas auch. Aber die Art und Weise, wie du diese Geschichten erzählst, ist ganz anders als die der klassischen Romane. Denn es gibt eine Art und Weise, in der die geschichtliche Realität und die Fiktion sich miteinander verbinden, die man als geneigter Leser, ohne ein Spezialist zu sein, wirklich in der Materie selbst nicht wirklich mehr auseinander ziehen kann. Das ist vielleicht auch ein Unterschied zu Walter Scott und Alexandre Dumas. Es geht nicht um Richelieu und den König von Frankreich, sondern die Protagonisten sind bei dir die oft vergessenen, versteckten Gestalten der Geschichte, also diejenigen, die, wie Georges Perec es gesagt hat, die von dem großen H der Geschichte, dem großen G der Geschichte in diesem Fall, erschlagen worden sind. Es sind also im Grunde genommen verborgene Gestalten, die wieder hervorgebracht werden müssen. Und diese Ausgrabung dieser Gestalten, das ist etwas, was in deinen Romanen mit dem Blick in die Vergangenheit verbindet. Denn es ist auch immer eine Person in der Gegenwart, die versucht, diese Geschichte zu rekonstruieren. Und in diesem Versuch wird diese Gestalt dann auch auf seine eigene Geschichte zurückgeworfen, auf die Geschichte der eigenen Eltern, des eigenen Volkes, des eigenen Dorfes vielleicht sogar. Und das ist vielleicht auch das, dadurch dieses Prinzip, dass die Gegenwart ja immer das Resultat dieser Vergangenheit ist, auch so überhöht wird. Und in dieser Hinsicht dient die Geschichte, um die Gegenwart zu erklären, die Konflikte, die Brüche, aber natürlich auch die Widersprüche im heutigen Kolumbien. Insofern denke ich, dass du in gewisser Hinsicht die Geschichte, die geschichtliche Narrative in einer Art Autofiktion überträgst. Denn du bist selbst ja auch eine der Figuren, die dort auftritt, ein Autor des Namens Juan Gabriel Vázquez, der im Grunde genommen diese Suche in der Vergangenheit auch auslöst. Und das ist ja genau etwas, was wir auch heute in den zwei Erzählungen wieder erfahren werden, die wir vorlesen werden. Aber das passiert auch in deinen Romanen, wie die Gestalt der Ruinen, wo es um zwei fürchterliche Momente in der Geschichte von Kolumbien geht. Die Ermordung von Rafael Uribe Uribe 1914 und Jorge Eliezer Gaitán 1948. Und dann gibt es einen dritten Teil, der das wiederum mit der Ermordung von John F. Kennedy verbindet. Aber die Person, die all diese Stränge zusammenführt, ist ein Autor des Namens Juan Gabriel Vázquez. Und in dieser Hinsicht sind das geschichtliche Romane, heterodoxe geschichtliche Romane. Das ist ähnlich auch wieder bei den Informanten der Fall, die über eine gemeinsame Geschichte, ein düsteres Kapitel der Geschichte auch sprechen zwischen Kolumbien und Deutschland. Es gab eine schwarze Liste in Kolumbien von Nazi-Sympathisanten, aber da gab es wiederum auch Namen von Personen, die einfach nur denunziert wurden, von anderen, die ihnen übel wollten. Dann gibt es wiederum jemanden, der diese Geschichte untersucht, da nachforscht und die Geschichte seines eigenen Vaters dadurch auch wieder neu sieht. Und das Geheimnis von Costaguanas ist auch wiederum eine Geschichte, wo es um die Geschichte zum Beispiel des Baus des Panama-Kanals, aber darüber hinaus auch eine Parallele zu Joseph Conrad zieht und zur postkolonialen Struktur, die Schaffung von vom Staat Panama durch die Vereinigten Staaten Panama, das vorher ein Teil Kolumbiens war. Das ist wiederum
ein Roman, der erstmal mit einer, und das ist zum Beispiel auch bei dem Geräusch der Dinge, die fallen, beim Fallen, das fängt zum Beispiel auch mit einer kleinen Anekdote, einer Vignette aus der Zeitung aus, dass diese Nilpferde aus der Farm von Pablo Escobar ausbrechen. Sie sind nach dem Tod dieses Mafia-Bosses ja, auf sich allein gestellt und brechen aus, müssen sich selbst ernähren. Und das wiederum schafft eine Art Leinwand für die Geschichte der 80er Jahre in Kolumbien. Und das versucht dieser Roman in dieser Hinsicht wieder zu rekonstruieren. Also in dieser Hinsicht ist es immer auch eine Suche und eine Erinnerung. Es ist nicht nur ein geschichtlicher Roman, sondern auch ein Erinnerungsstück in dieser Hinsicht. Und das, glaube ich, markiert auch die Erzählungen von Lieder für die Feuersbrunst. Denn das ist ja auch etwas, was auf Jorge Luis Borges verweist. Das ist ja auch im Nachwort. Das ist etwas, was hier auch geschrieben wird. Sie werden ihn belagern ohne Ende, Erinnerungen, ob geheiligt oder ob profan. Unser Schicksal sind die tödlichen Erinnerungen, weit wie nur ein Kontinent. Gut, ich schlage vor, dass wir jetzt in diesen Kontinent eintreten, vielleicht mit einem Vortrag, einer Lektüre, aber vielleicht kannst du uns vorab noch ein bisschen erzählen zu dieser Sammlung von Erzählungen. Ja, zuerst einmal vielen herzlichen Dank für diese Übersicht über die Erzählungen. Ich bin da absolut einverstanden. Ich habe immer auch ein Interesse gehabt für diese Beziehung zur Geschichte. Eine Art dunkler Ort, der unsere Vergangenheit ist, zu dem wir nur Zugang haben als Menschen. Und das ist eine der großen Einschränkungen, die wir auch haben. Wir können da nur in die Vergangenheit über unsere Erzählungen eintreten. Unsere Erzählungen sind die einzige Möglichkeit, diesen mysteriösen Ort, diesen geheimnisvollen Ort zu betreten. Und in dieser Hinsicht sind meine Bücher, die immer versucht haben, gewisse dunkle Orte zu durchleuchten, schwierige, konfliktträchtige Bereiche der kolumbianischen Geschichte zu erfassen. Aber sie sind nie so etabliert worden, wie es Alexandre Dumas oder Walter Scott gemacht haben, nur in der Vergangenheit verortet zu sein, sondern es gibt immer eine Perspektive aus der Jetztzeit, eine Person, die jetzt den Blick auf die Vergangenheit richtet und das untersucht und das rekonstruiert. Und dieser Blick ist sehr wichtig, denn es geht darum, auch eine Art sehr subjektive Beziehung zu gestehen, die wir mit der Vergangenheit haben. Die Vergangenheit ist der Ort, den wir von unserer Biografie ausgehen, von unseren Empfindungen und moralischen Vorstellungen aus beschreiben, und das ist ein Ort, der sich ständig verändert in dieser Hinsicht auch. Aber das ist etwas, was mich immer in allen Büchern geschätzt hat, und ich habe das zum Beispiel auch in einem vor einem Spruch von William Faulkner, wenn ich schreibe, auch der steht da auf meinem Schreibtisch: Die Vergangenheit ist nicht tot, sie ist noch nicht einmal vergangen. Und in dieser Hinsicht ist die Vergangenheit eine Präsenz, die uns begleitet, die in der Gegenwart auch wirkt. Alle Romane erzählen davon, aber auch die Erzählungen dieser Sammlung haben alle diese Perspektive. Da geht es immer um eine Figur, eine Person, die versucht, in eine Erinnerung einzudringen, in eine Erfahrung aus der Vergangenheit einzudringen, auch in der Vergangenheit eines anderen, einer anderen Person, um zu sehen, was da passiert ist. Denn die Vergangenheit ist der Ort, wo sich ein Konflikt abbildet, ein Trauma ausbildet, eine persönliche Tragödie, mehr oder weniger offen, bereits eingestanden, aber immer auch mit einer gewissen Schadenswirkung. Die Vergangenheit ist immer das, was uns begleitet, und das ist auch das, was die Personen und Figuren,
dieser Erzählungen auch sehr stark begleitet. Das erste, die erste Erzählung ist die Frau am Ufer und da fängt es genau mit dieser Person los, die du am Anfang erwähnt hast, nämlich der Autor Juan Gabriel Vázquez. Und er erzählt eine Geschichte, die ihm nicht gehört. Er ist ein Überlieferer dieser Geschichte in dieser Hinsicht. Und ich möchte mit dem Anfang dieser Geschichte anfangen. Und da muss man ganz ein wenig wissen, damit der Leser dann auch, der geneigte Leser, das verstehen kann. Und die Erzählung heißt Frau am Ufer. Pero no hubiera podido hacerlo sin su permiso o su connivencia. Las historias de los otros son territorio inviolable, o así me ha parecido siempre, porque muy a menudo hay en ellas algo que define o informa una vida. Y robarlas para escribirlas es mucho peor que revelar un secreto. Ahora, por razones que no importan, ella me ha permitido esa usurpación y solo ha pedido a cambio que yo cuente la historia tal como ella me la contó esa noche. Sin retoques, sin adornos, sin fuegos artificiales, pero también sin artificiales sordinas. Comience donde comienzo yo, me dijo. Comience con mi llegada al hato, cuando vi a la mujer. Y eso me dispongo a hacer aquí, y lo haré con plena conciencia de que soy la forma que ella ha encontrado de ver su historia contada por otro, y así entender, o tratar de entender, algo que se le ha escapado siempre. La fotógrafa tenía un nombre largo y largos eran sus apellidos, pero todos le decían J. Se había convertido con los años en una suerte de leyenda, una de esas personas de las que se saben cosas, que siempre vestía de negro, que no se tomaría un aguardiente ni para salvar la vida. Se sabía que hablaba sin prisas con la gente antes de sacar la cámara del morral, y más de una vez los periodistas escribieron sus crónicas con el material de lo que ella recordaba, no con lo que ellos habían logrado averiguar. Se sabía que los otros fotógrafos la seguían o la espiaban, creyendo que no se daba cuenta, y solían pararse detrás de ella en el intento vano de ver lo que ella veía. Había fotografiado la violencia con más asiduidad y también con más empatía que ningún otro reportero gráfico, y suyas eran las imágenes más desgarradoras de nuestra guerra. La de la iglesia destrozada por un cilindro de gas de la guerrilla, entre cuyos escombros sin techo llora una anciana. La del brazo de una joven con las iniciales, marcadas a cuchillo y ya cicatrizadas, del grupo paramilitar que había asesinado a su hijo en su presencia. Ahora las cosas eran distintas en ciertas zonas afortunadas. La violencia estaba en retirada y la gente volvía a conocer algo parecido a la tranquilidad. A Jota le gustaba visitar esos lugares cuando podía, para descansar, para huir de su rutina, o simplemente para ser testigo de primera mano de aquellas transformaciones que en otros tiempos habrían parecido ilusorias. Así fue como llegó al hato Las Palmas. El hato era lo que había sobrevivido de las 90.000 hectáreas que alguna vez pertenecieron a sus anfitriones. Los Galán nunca habían salido de los llanos ni tenían proyectos de rehacer la casa vieja, y vivían satisfechos allí, moviéndose descalzos por el suelo de tierra sin espantar a las gallinas. Jota los conocía porque había visitado la misma casa 20 años atrás. Por entonces, los Galán le habían alquilado la habitación de una de sus hijas, que ya se habían ido a estudiar agronomía a Bogotá, y desde la ventana, Jota veía el espejo de agua, que era como llamaban a un río de unos 100 metros de ancho, tan tranquilo que más parecía una laguna. Los chigüiros cruzaban el río sin que la corriente los desviara, y en medio del agua se asomaba, a veces, flotando inmóvil, una babilla aburrida. Ahora, en esta segunda visita, Jota no dormiría en esa habitación llena de cosas ajenas, sino en la cómoda neutralidad de un cuarto de huéspedes con dos camas y una mesita de noche entre ellas. Pero ella solo usaría una y hasta le costó escoger cuál. Todo lo demás seguía igual que antes. Ahí estaban los chigüiros y las babillas y el agua tranquila, cuya quietud se había agravado por la sequía. Sobre todo, ahí estaba la gente. Porque los Galán, tal vez por su renuencia a salir del hato más que para comprar insumos, se las habían ingeniado para que el mundo viniera a ellos. Su mesa,
Un tablón enorme al lado de la cocina de carbón estaba invariablemente llena de gente de todas partes, visitantes de los hatos vecinos o de Yopal, amigos de sus hijas, con o sin ellas, zoólogos o veterinarios o ganaderos que venían a hablar de sus problemas. Así era también esta vez. La gente manejaba 2 o 3 horas para venir a ver a los Galán. Jota había manejado 7 y lo había hecho con gusto, tomándose el tiempo de descansar cuando ponía gasolina, abriendo las ventanas de su campero viejo para disfrutar los cambios de olor de la carretera. Algunos lugares tenían cierto magnetismo, acaso injustificado, es decir, hecho con nuestras mitologías y nuestras supersticiones. Para Jota, Las Palmas era uno de ellos. Y esto buscaba. Unos cuantos días de quietud entre pájaros con pico de cuchara e iguanas que bajaban de los árboles para comer mangos caídos, en un lugar que en otros tiempos había sido territorio de violencias. De manera que allí estaba la noche de su llegada, comiendo carne con troncos de plátano debajo de un tubo de luz blanca y sentada junto a una docena de desconocidos que, visiblemente, eran desconocidos también entre ellos. Estaba hablando de cualquier cosa, de cómo esta zona se había pacificado, de cómo ya no había extorsiones y era raro que se robaran el ganado, cuando oyó el saludo de una mujer que acababa de llegar. «Buenas y santas», dijo ella. Jota levantó la cabeza para saludarla, como hacían todos, y la oyó disculparse sin mirar a nadie, y la vio acercar una silla de plástico y sintió algo parecido al reconocimiento. Le tomó unos segundos recordar o descubrir que la había conocido allí mismo, en el hato Las Palmas, 20 años atrás. Ella, en cambio, no recordaba a Jota. Más tarde, cuando ya la conversación se había mudado a las hamacas y las mecedoras, Jota pensaría, mejor así. Mejor que no la haya reconocido. Eso es. Das war's. Frau am Ufer. 1. Schon immer wollte ich die Geschichte aufschreiben, die mir die Fotografin erzählt hat, konnte es aber nur mit ihrer Erlaubnis, ihrem Einverständnis. Die Geschichten der anderen sind unantastbares Terrain, zumindest für mich, denn oft steckt in ihnen etwas, was ein ganzes Leben erklärt und begründet, und sie zu stehlen und aufzuschreiben, ist weitaus schlimmer als ein Geheimnis zu verraten. Jetzt hat sie mir aus Gründen, die keine Rolle spielen, diese Aneignung gestattet und nun darum gebeten, dass ich die Geschichte so erzähle, wie ich sie an jenem Abend von ihr gehört habe, ohne Änderungen, Ausschmückungen, ohne Paukenschläge, aber auch ohne Schalldämpfer. »Fangen Sie so an wie ich«, sagte sie. »Beginnen Sie mit meiner Ankunft auf der Farm, als ich die Frau gesehen habe.« Und ich will das tun, denn mir scheint, sie hat über mich einen Weg gefunden, sich die eigene Geschichte erzählen zu lassen und etwas zu verstehen oder zumindest es zu versuchen, was ihr bislang immer entglitten war. Die Fotografin hatte einen langen Vornamen und ebenso lang waren ihre Nachnamen, doch jeder nannte sie J. Jota. Mit den Jahren war sie fast zur Legende geworden, einer dieser Menschen, über die man Dinge weiß, dass sie immer in Schwarz ging, niemals Schnaps trank, als hinge ihr Leben davon ab. Man wusste, dass sie sich Zeit nahm, mit den Leuten sprach, bevor sie die Kamera aus dem Rucksack zog. Und oft waren ihre Erinnerungen nicht die Recherchen der Stoff, aus dem die Journalisten ihre Artikel schrieben. Man wusste, dass andere Fotografen ihr folgten, hinterher spionierten und glaubten, sie merkte es nicht. Sie stellten sich hinter sie und versuchten vergebens zu sehen, was sie sah. Sie hatte die Gewalt beharrlicher und auch einfühlsamer dokumentiert als jeder andere Fotojournalist und von ihr stammten die erschütterndsten Bilder unseres Krieges, die von der Guerilla zerstörte Kirche, zwischen deren Trümmern eine alte Frau weint, der Arm eines jungen Mädchen, darin eingeritzt die bereits vernarbten Initialen der paramilitärischen Gruppe, die ihren Sohn vor ihren Augen ermordet hatte. In manchen privilegierten Gegenden hatten sich die Dinge inzwischen geändert, die Gewalt war auf dem Rückzug und die Leute lernten wieder so etwas wie Ruhe kennen. Diese Orte besuchte J. gern und wann immer sie konnte, um auszuruhen, dem Alltag zu entfliehen oder einfach nur, um persönlich diese Veränderungen zu bezeugen, die man früher für so unmöglich gehalten hatte. So kam sie zur Hacienda Las Palmas.
Die Farm war das, was von den 90.000 Hektar, die den Eigentümern früher einmal gehört hatten, übrig geblieben war. Die Galans hatten die Llanos nie verlassen und wollten auch das alte Haus nicht renovieren. Sie lebten dort zufrieden und gingen barfuß über den Lehmboden, ohne die Hühner aufzuschrecken. J. kannte sie, da sie vor 20 Jahren schon einmal bei ihnen gewesen war. Damals hatten die Galans das Zimmer einer Tochter vermietet, die in Bogotá Landwirtschaft studierte, und J. sah von ihrem Fenster, was man dort den Spiegel des Wassers nannte, einen fast 100 Meter breiten Fluss, der so ruhig war, dass er einem See glich. Die Wasserschweine durchschwammen ihnen, ohne dass die Strömung sie vom Weg abbrachte, und manchmal ragte reglos treibend ein gelangweilter Krokodilkaiman aus dem Wasser. Bei ihrem zweiten Besuch schlief J. nicht in diesem Zimmer voller fremder Dinge, sondern in der bequemen Neutralität eines Gästezimmers mit zwei von einem Nachtschränkchen getrennten Betten. Nur eines benutzte sie und hatte sogar Mühe, sie zu wählen. Alles andere war genau wie damals. Da waren die Wasserschweine, die Kaimane und das ruhige Wasser durch die Dürre noch träger. Vor allem waren da die Menschen. Denn die Galans, die ihre Farm fast nur zum Kauf von Materialien verließen, luden die Welt zu sich ein. Ihr Tisch, eine gewaltige Holzplatte neben dem Kohleherd, war immer besetzt von Leuten von überall, Besucher von den Nachbarfarmen oder aus Yopal, Freunde der Töchter, mal in ihrer Begleitung, mal allein, Zoologen oder Tierärzte, Viehzüchter, die über ihre Probleme reden wollten. Auch diesmal war es so, die Leute setzten sich 2-3 Stunden ins Auto, um die Galans zu besuchen. Bei J. waren es 7 gewesen, und die war sie gern gefahren, hatte beim Tanken Pause gemacht, die Fenster ihres alten Geländewagens heruntergekurbelt, um die wechselnden Gerüche der Landstraße einzusaugen. Manche Orte haben eine magnetische Anziehungskraft, vielleicht zu Unrecht, unser Hang zum Mythischen, unser Aberglaube helfen nach. Für J. war Las Palmas ein solcher Ort, und das suchte sie, ein paar Tage Ruhe unter Löfflern und Leguanen, die von den Bäumen herabklettern und die Mangos am Bogen fraßen, an einem Ort, der früher Schauplatz der Gewalt gewesen war. Da saß sie also am Abend ihrer Ankunft unter dem weißen Licht einer Neonröhre und aß Fleisch mit gefüllten Bananen in Gesellschaft von einem Dutzend Unbekannter, die einander offensichtlich auch nicht kannten. Man sprach über alles Mögliche, wie friedlich es in der Gegend geworden war, dass kein Geld mehr erpresst, dass kaum mehr Vieh gestohlen wurde, als sie den Gruß einer Frau hörte, die gerade dazugekommen war. »Gesegneten Abend«, sagte sie. J. blickte wie die anderen auf, hörte, wie die Frau um Entschuldigung bat, ohne jemanden anzublicken, sah, wie sie einen Plastikstuhl heranzog, und da spürte sie ein Wiedererkennen. Sie brauchte einige Sekunden, bis sie sich erinnerte oder sich bewusst wurde, dass sie die Frau genau hier kennengelernt hatte, auf der Hacienda Las Palmas, vor 20 Jahren. Die Frau dagegen erinnerte sich offenbar nicht an J. Als man später die Unterhaltung in den Hängematten und Schaukelstühlen fortsetzte, dachte J., besser so. Besser, sie hat mich nicht erkannt. Gut, wir wollen jetzt hier keine Spoiler aussprechen, aber warum, kannst du vielleicht sagen, warum es besser ist, dass sie sie nicht erkennt in diesem Augenblick? Ja, wie bei allen anderen Erzählungen dieser Sammlung ist diese Erforschung eines Augenblickes der Vergangenheit, in der die Figuren etwas verloren haben, die Personen etwas verloren haben, oder ein Augenblick der Vergangenheit, dessen Bedeutung wir noch nicht ganz erfassen oder der sich vielleicht möglicherweise über die Jahre noch etwas verschlossen, mysteriös oder auch vielleicht unbequem geworden ist. Und das passiert mit dieser Frau vor 20 Jahren. Und das, was vor 20 Jahren passiert ist, hat sie oder hat ihr eine gewisser Hinsicht irgendwie einen Dorn hinterlassen, der in ihr steckt. Und das ist etwas, was die Fotografin erlebt hat, und das hat sich über die Zeit in eine Art Mysterium verwandelt, in einen dunklen Ort. Und jetzt, an diesem Moment, wo die Erzählung ansetzt, da hat die Fotografin die Möglichkeit,
sich zu erinnern an das, was vor 20 Jahren passiert ist, um zu versuchen herauszufinden, was wirklich passiert ist damals. Es ging um eine Begegnung, diese Frau Yolanda, die gerade sich zu dieser Gruppe gesellt, eine Begegnung, die sie mit der Fotografin hatte, eine Begegnung, die diese Person mit einem Politiker hatte, einem mächtigen Politiker aus jener Zeit. Und in diesen Begegnungen ist etwas passiert. Wie ich bereits gesagt habe, etwas, was sich nie voll und ganz eingelöst oder aufgelöst hat. Deswegen ein Mysterium. Und das, was diese Fotografin in dieser Erzählung durchführt, ist etwas, was alle meine Erzähler durchmachen in meinen Erzählungen, ist nämlich zu versuchen, herauszufinden, was damals passiert ist. Also über die Erinnerungen versuchen herauszufinden, was damals passiert ist. Ja, das ist etwas, was mir wirklich aufgefallen ist, denn auf der einen Seite gibt es immer zwei verschiedene Zeitlichkeiten, zwei Ebenen, und in dieser Hinsicht ist es ja so eine Art Déjà-vu, der gleiche Ort, die gleichen Tiere, die gleichen Eindrücke, die sich wiederholen, 20 Jahre später. Und da gibt es so eine Art, einen starken Vergleich zwischen zwei zeitlichen Perioden, zwei zeitlichen Räumen, die fast identisch sind, aber doch unterschiedlich. Warum hast du diese Konstellation ausgewählt für diese Erzählung? Nun, eine Erzählung ist ja immer auch ein Kampf gegen die Form. Die Arbeit des Erzählers ist es, genau die richtige Strategie zu finden, die das an die Oberfläche holen kann, was man die Themen der Geschichte benennen kann. Also zum Beispiel, man könnte jetzt zum Beispiel jetzt nicht eine Geschichte von Tschechow mit der Stimme von Gabriel García Márquez erzählen. Oder wiederum bei Borges das wiederum mit einer anderen Stimme zu erzählen. Also wenn man versuchen würde, das mit einer realistischen Perspektive zu erzählen, dann wäre das ein Verlust. Verlust dessen, was diese Erzählungen bringen können. Und das ist genau das, was ich eigentlich versuche in diesem Buch zu machen. In jeder Erzählung gibt es wiederum ein eigenes Geheimnis, einen dunklen Ort, und meine Aufgabe ist es, das mit der richtigen Strategie, mit der richtigen Herangehensweise an die Oberfläche zu bringen. Jota zum Beispiel ist ja diese Kriegsfotografin, die in der Gegenwart einer Frau begegnet, die sie am gleichen Ort bereits vor 20 Jahren begegnet war. Aber die Umstände hatten sich verändert. Unter anderem das Land selbst. Das Land vor 20 Jahren war in dieser Gegend notorisch gewalttätig, stark geprägt von den kriegerischen Auseinandersetzungen, wo sich Milizen und die Armee bekämpft haben und wo das Leben vieler Menschen geprägt wurde. Und in vielen Fällen war es natürlich auch eine Gewalt, die indirekt erlebt wurde. Und in dieser Erzählung hat sich genau diese Landschaft verändert. Es ist, diese extreme Gewalt ist in die Vergangenheit zurückgegangen. Und aus dieser Position heraus können die Protagonisten vielleicht einen luziden Blick auf diese Vergangenheit werfen und etwas entdecken dabei. Diese Distanz zwischen einer Vergangenheit, geprägt von der Gewalt, und einer Gegenwart, die etwas ruhiger ist und in der wir uns an diese Gewalt erinnern, ist etwas, was sich in diesen Erzählungen fortsetzt. Und ich glaube, der Grund, unter vielen möglichen Gründen, ist, dass meine Figuren immer darüber nachdenken, über diesen Augenblick, wo die Gewalt in ihrer unmittelbaren Nähe stattfand. Das ist vielleicht dieses Element, was alle diese Erzählungen zusammenbringt. Es ist dieses Erlebnis, wo wir Gewalt aus nächster Nähe erleben, wie zum Beispiel einem Krieg. Das ist auch in einigen dieser Erzählungen vorhanden. Oder aber auch aus der Ferne, wo die Gewalt anderen geschieht und wir das eher als
als andere dann erleben. Und in einigen Fällen ist es zum Beispiel auch die Frauen. In meinem Land zum Beispiel waren es sehr stark auch die Frauen, die betroffen waren vom Krieg. Und die Erzählungen versuchen auch immer, etwas zu erforschen und besser zu verstehen, was mit uns geschieht, wenn wir mit der Gewalt konfrontiert sind. Und zwar auch in wie vielen unterschiedlichen Arten und Weisen uns das betrifft und die Gewalt überhaupt betreffen kann. Die direkte Gewalt ist eine Sache, aber die indirekte Gewalt prägt uns auch. Und auch die Gewalt, die andere betrifft. Aber auch metaphorische Gewalt, wie eine sehr schwere Erkrankung. Das ist etwas, was alle Erzählungen des Buches zusammenfügt. Und ich denke, das ist auch sehr gut, dass du das so erwähnst. Denn es ist ein Buch, in dem die Erzählungen ein Gespräch, wenn du so willst, miteinander führen, sich aufeinander beziehen. Es gibt Echos, Bilder, die sich von einer Erzählung zur anderen wiederholen. Und für die möglichen Leser hätte ich eine Bitte. Lesen Sie dieses Buch in der Abfolge der Erzählungen, die es enthält. Es gibt noch etwas anderes, was mir auffällt. Denn was du auch sagst, Jota, J, so wie die anderen Erzähler aus deinen Erzählungen. J könnte zum Beispiel auch eine Erzählerin sein in einem anderen Kontext, wie zum Beispiel im Roman Das Geräusch der Dinge beim Fallen. Aber was wir hier gerade gehört haben, erreicht wiederum eine andere Ebene. In diesem Fall erzählt der Autor Juan Gabriel Vázquez aus der dritten Person die Geschichte, die J ihm erzählt, die sie wiederum von jemand anderem bekommen hat, mit all der Spannung, die das erzeugt. Warum hast du dich für diesen Griff entschieden? Und ist das eine Art Spiel für dich? Nein, sehr oft ist es so, dass die Geschichten daraus entstehen, aus dem, was mir die Menschen anvertraut haben. Und sehr oft auch anvertraut haben mit dem expliziten Wunsch, dass ich das in eine Erzählung verwandle. Aber auch das Geräusch der Dinge beim Fallen oder die Gestalt der Ruinen oder die Informanten haben eine gewisse Strategie. Da geht es nämlich auch darum, dass der Erzähler die Geschichte eines anderen erfährt, die er dann aufschreiben muss, damit die andere Person das auch verstehen kann. Das ist eine Strategie, die mir gefällt, denn wenn du willst, ist das auch meine Art und Weise, ist das eine Imitation meiner Art und Weise, Geschichten zu entdecken. Ich sehe auch keinerlei Ausnahmen. Es geht immer aus von einem Erlebnis, etwas, was ich erlebt habe, oder eine Begegnung mit einer Person, die mir erzählt, was ihr passiert ist. Und von diesem Augenblick an, dem eine Geschichte entsteht, aus einer Begegnung heraus, aus einem Gespräch heraus, zufällig vielleicht, aber von diesem Augenblick an habe ich jetzt auch das Verhältnis zu diesem Thema, wie jemand, ja, der eine Untersuchung anstellt, der versucht, ein Geheimnis zu lüften. Mein Vorgehen als Autor besteht darin, mich zu öffnen, mir Raum zu schaffen innerhalb des Mysteriums, dieses Themas, dieser fremden Geschichte, die mir angetragen wird. Und das ist auch das, was der Erzähler tut. Es ist immer auch der Prozess einer Entdeckung und der seine eigene Geschichte auch entdeckt in dem Maße, da er diese Geschichte erzählt. Es ist eine Strategie, die in gewisser Art und Weise eine gewisse Unsicherheit bewahrt, die in unserer Welt einfach besteht. Sowohl für die Leser als auch für die Autoren ist es ja der Fall, dass wir sehr wenig wissen über diese Welt. Und wir untersuchen diese, wir
machen diese Untersuchungen, wir gehen in diese dunklen Orte, an diese dunklen Orte, um da Licht reinzubringen. Und darum geht es, um ein bisschen Licht an diese Orte zu bringen, in diese Dunkelheit und vielleicht dann wiederum das mit dem geneigten Leser teilen zu können. Ja, du sagst ja auch, dass es immer ein Ereignis in deinem eigenen Leben ist, was dazu führt, dass etwas erzählt wird, dass eine Geschichte erzählt wird. Vielleicht können wir da auf die gleich auf die letzte Erzählung gehen, denn da geht es auch um dein eigenes Schreiben. Da geht es um die Gestalt der Ruinen. Das wird jetzt so namentlich nicht genannt, aber es geht um dieses Buch, es geht um Rafael Uribe 1914, seine Ermordung und dann 1948 die Ermordung von Eliezer Gatan. Und dann sprichst du von einem Buch, das du in einer Buchhandlung in Santiago de Chile findest, nämlich wo es um Ausdrücke von General Rafael Uribe Uribe geht, der ermordet worden ist, der auch in den 100 Jahre Einsamkeit von Gabriel García Márquez eine Rolle spielt. Und auf der Jacke auf der Innenseite des Buches gibt es einen Text, den jemand da reingeschrieben hat. Und das wird hier sogar gezeigt. Das ist ein Brief eines Vaters geschrieben an den Sohn, der sich im Ersten Weltkrieg befindet. Ist das eine Art Spiel? Wie ist das denn? Nun, ist ein sehr ernstes Spiel. Das ist das, was die Fiktion ermöglicht. Das ist die Aneignung meiner eigenen Erfahrungen, meiner zufälligen Entdeckungen, um sie zu verwenden und eine Fiktion zu bauen, die über etwas sehr Wichtiges spricht. Das ist natürlich das, was ich da auch tue. Ich werde jetzt nicht mehr über diese Erzählung sagen, die sehr lang ist, aber das ist natürlich auch in gewisser Hinsicht eine Manipulation, in manchen Zügen vielleicht auch vollkommen erfunden. Aber so wie bei jedem fiktionalen Text geht es immer um eine Realität, mit der wir umgehen, um zu versuchen, etwas Wichtiges hervorzubringen und zu sagen, um über etwas Wichtiges nachzudenken. Und zwar auf diese ganz besondere Art und Weise, die die Erzählung hat. Ich habe immer an die Fiktion als eine Art Wissen gedacht, aber es ist ambivalent, es ist etwas anders als die Art und Weise, die andere Arten und Weisen, wie wir als Menschen uns Wissen aneignen, um die Welt zu kennen. Aber diese Überlegungen, diese ja auch bescheidenen Erkenntnisse, die eine gelungene Erzählung beinhaltet, die baut natürlich auf den Dingen auf, die ich bereits erlebt habe, die zufälligen Entdeckungen, die ich gemacht habe, mit diesen umzugehen, diese leicht zu verändern, sie leicht anzupassen vielleicht, um genau das zu erzählen, was ich erzählen möchte. Und das ist genau auch so bei dieser Erzählung. Es ist eine merkwürdige Erzählung in meinem Gesamtwerk. Wie ein Freund mir gesagt hat, könnte man 3 Romane daraus machen. Und das in einer kurzen Erzählung zusammenzufassen, da sind unterschiedliche Geschichten miteinander verwoben. Die erste Geschichte ist die Geschichte des Autors, der seine Erlebnisse mit mir schildert und dann etwas entdeckt. Und dann ist es auch die Geschichte eines Kolumbianers, der auf der Seite der Franzosen im Ersten Weltkrieg gekämpft hat. Und dieser Mann, kurz bevor er stirbt, er hat eine Tochter und sie kommt zurück nach Kolumbien als Kind, um dort bei ihren Großeltern zu leben in Kolumbien.
Sie kommt ja schließlich als Waisenkind. Sie wächst in Kolumbien auf, aber es sind schwierige Zeiten. Das sind 30, 40 sehr schwere Jahre in Kolumbien. Und als Erwachsene sagt sie, sie möchte Journalistin werden. Journalistin in einem Augenblick, wo der Journalismus praktisch nur den Männern vorbehalten war. In einem sehr konservativen Land, Kolumbien, insbesondere auch in den 40er Jahren. Und es ist genau zu diesem Zeitpunkt, wo diese erwachsene Frau versucht, ihren eigenen Weg zu gehen, ihren Weg im Leben zu gehen, als Journalistin, als Studentin des Journalismus, aber auch gleichzeitig die Liebe entdeckt. Und da begegnet sie einem verheirateten Mann, mit dem sie eine Beziehung anfängt. Und hier geht es genau um den Augenblick, wo wir sie genau in diesem Paragraphen auch erleben. Cuando los dos podían ausentarse de sus mundos sin despertar sospechas. El hombre se llamaba Pablo Durana, se había casado 15 años atrás y desde el primer momento tuvo la conciencia dolorosa de que no se casaba por amor, sino para hacer con el dinero de su esposa lo único que le interesaba, leer y escribir sin que ninguna obligación le jodiera la vida. Pero había tenido tres hijos porque era imposible no tenerlos y gracias a ellos, o por su culpa, había sobrevivido en ese matrimonio como otros aguantan en un trabajo detestable pero bien pagado y mientras tanto preparaba la novela que lo haría famoso. Sin prisa, decía, pero sin pausa. Todo esto lo explicaba en largas frases susurradas. Aurelia de León, por su parte, hubiera preferido no saber, hubiera preferido de hecho no saber nada del hombre ni de su vida, y si pudiera volver a comenzar se convertiría en su amante sin siquiera preguntarle su nombre. Los encuentros con Pablo habían sido un descubrimiento, el del cuerpo ajeno y el de su propio cuerpo, y también la posibilidad de prescindir de pretendientes incómodos, aunque lo hiciera por razones secretas de las que los pretendientes nunca se enterarían. Con Pablo se podía hablar de libros, mientras afuera caía un aguacero bogotano de esos que azotan las ventanas y bajan a la carrera séptima convertidos en arroyos, Aurelia, desnuda sobre las cobijas, con todos los poros cerrados por el frío, hablaba de Proust y de Colette. Y a la semana siguiente llegaba Pablo con un libro de tapas color crema que había encontrado en los anaqueles de novedades, esas novedades que ya tenía en un par de años de la librería mundial. Era predecible este hombre, y era conmovedor justamente por ser predecible. Pero Aurelia se preguntaba si seguiría encontrándose con él de poder ir sola a los cafés vecinos, la Gran Vía, por ejemplo, para tomar carajillos y pararse junto al piano y recitar poesía hasta las 2 de la madrugada sin que la tomaran por una copera y se frotaran contra ella al pasar entre 2 mesas. Y la respuesta no era clara. Una cosa era cierta, si el tipo no se la tomaba en serio, fingía maravillosamente que lo hacía. Al mismo tiempo, Aurelia no podía olvidar que aquí, a 100 metros, en el café automático o en el Windsor, estaban ocurriendo cosas, y Aurelia no las estaba viendo ocurrir. En los cafés se reunían los periodistas y los poetas. En los cafés se escribía la ciudad. Y Aurelia no estaba allí. Ella hubiera podido contar otras historias, como había contado tantas, y no lo estaba haciendo. ¿Y qué importaba eso? Una tarde, después de terminar la redacción de una página en la que un jovencito marchaba a París para hacer estudios de medicina y una señora de nombre Jesucita pasaba a mejor vida por la gracia del Señor, Aurelia metió una hoja de papel sin membrete en la máquina, escribió una carta para su propio periódico y la dejó en el escritorio del editor. La carta apareció el lunes siguiente en una columna estrecha de El Espectador, junto a una publicidad de Sobre Todo Severfit y debajo de un lamento por la desaparición de los árboles y las flores en la Plaza de Bolívar. Aunque lo hubieran cortado, aunque comenzara en la página con los puntos suspensivos de la amputación, Aurelia quedó satisfecha. El texto era este.
En todo el mundo luchan las mujeres por obtener el derecho al voto. En Bogotá, la gris y bella Bogotá, nos contentaríamos con el derecho a entrar por la tarde en los cafés. ¿Qué mundo secreto esconden estos lugares que no puedan ver nuestros castos ojos? Se dice que en esos cafés se hace la vida intelectual de nuestra ciudad, pero tal vez una visitante de afuera, que tenga la mirada limpia y el juicio claro, se dé cuenta de que esa vida es, como los lugares donde se hace, puro humo. Esa tarde el editor la citó en su oficina. ¿Y eso qué fue?, le preguntó. Aurelia vio su pelo negro, donde la gomina sobrevivía a pesar de ser más de las cuatro, y notó el brazalete de plástico cuyo nombre nunca había sabido. «Quiero escribir columnas», le dijo. «Llevo un año haciendo bobadas y ya me cansé. Tengo cosas que decir y quiero decirlas, no seguir perdiendo el tiempo». El editor la miró por encima de sus gafas de marco grueso. «Aurelita», le dijo, «no se engañe. A su edad nadie tiene nada que decir. Pero vaya usted y se da cuenta solita. Escríbame algo para mañana y vemos qué se puede hacer». Aurelia escribió una columna de tono juguetón, con más ironía que sarcasmo, que tituló «En busca de la mujer perdida». No se la entregó al editor, sino que esperó a que el hombre se ausentara de su escritorio para dejarla y luego se olvidó de ella, hundida como estaba en las demás obligaciones: la reseña de un baile en el Venado, la primera comunión de una niña de largas trenzas rubias. El viernes siguiente, cuando Pablo ya se había despedido, se dio una ducha y se metió nuevamente entre las cobijas para esperar a que se le secara el pelo mientras se quitaba de encima un agotamiento que la había acompañado desde la mañana. Así, vestida y con la cabeza envuelta en una toalla, se quedó dormida. Cuando despertó, era casi de noche. Tenía prisa, porque ya estarían preparando la mesa en casa de los Echavarría, sus anfitriones. Pero en vez de caminar una cuadra hasta la séptima y buscar el tranvía que la llevaría a su mansarda, caminó hacia el norte sin darse cuenta. La lluvia reciente había dejado charcos junto a los rieles del tranvía y Aurelia tuvo que pegarse a la pared de los edificios para que los carros no la salpicaran al pasar. Dobló la esquina de la Jiménez y caminó hacia el edificio Sotomayor y desde antes de llegar alcanzó a oír el bullicio. Era como una vitrina de humo y adentro estaba pasando todo. Trató de entrar, pero un guardia le enseñó la palma de la mano. «No se puede», le dijo. Y como ella trató de seguir adelante, el guardia añadió, «Es que ni siquiera hay baño de mujeres». «No importa», contestó ella, «yo siempre he hecho pipí parada». Entró como abriéndose paso entre la maleza. El humo le irritaba los ojos, el olor de las empanadas fritas se le metía en las narices. Entonces oyó una voz diáfana que se imponía a las demás, como si estuviera dando una charla, y luego pensó que no, que alguien estaba leyendo poesía. Y entonces reconoció sus propias palabras, leídas con buena entonación por un hombre ante el pequeño público atento de su mesa cubierta de botellas. «¿Dónde están esas mujeres?», leyó el hombre. «De aquí y allá me llegan noticias que hablan de ellas como si de unicornio se tratara. Para la muestra, un botón. Me cuentan una anécdota que ocurrió en las termales de Paipa, donde gente importante suele ir a veranear. Una mujer de reconocida hermosura llegó al borde de la piscina y se quitó la bata que la cubría, revelando, para escándalo de los presentes, un bikini de color negro como los que están de moda en las playas de Europa. El alcalde llamó de inmediato a uno de sus subalternos y le susurró algo al oído, tras lo cual éste le dio la vuelta a la piscina, a la vista de todos. Y al encontrarse cerca de la dama en cuestión, le dijo, en voz bien alta y con evidente intención de humillarla, «Señorita, el señor alcalde le informa que en este lugar solo se permiten vestidos de baño de una sola pieza». La joven se puso de pie, se acercó al borde de la piscina y desde allí, con las manos desafiantes en la cintura, gritó, «Alcalde, ¿cuál quiere que me quite?». Las carcajadas resonaron en el espacio estrecho del automático. Pero antes de que Aurelia pudiera sentir orgullo, antes de que pensara siquiera en acercarse al grupo para hacerse notar, sintió en la boca del estómago
algo que hubiera podido ser manteca de cerdo. No alcanzó a llegar al inexistente baño de mujeres. Tras dar dos pasos, tuvo que agacharse para vomitar junto a una mesa, entre las piernas de los clientes que habían reído sus ocurrencias, en medio de un silencio que en otras circunstancias le hubiera parecido mágico. Gracias. Danke. Lieder für die Feuersbrunst. So begannen ihre Treffen in den Hotels im Zentrum. Fast immer zur Mittagszeit, wenn beide sich aus ihrem Ambiente entfernen konnten, ohne Verdacht zu erregen. Er hieß Pablo Durana, hatte vor 15 Jahren geheiratet, im schmerzlichen Bewusstsein, dass er nicht aus Liebe heiratete, sondern um mit dem Geld seiner Frau das Einzige zu tun, was ihn interessierte. Lesen und schreiben, ohne dass ihm irgendwelche Pflichten in die Quere kamen. Er hatte drei Kinder, das war nicht zum Gehen gewesen, und sie hatten ihm geholfen und ihn auch dazu verdonnert, in dieser Ehe zu überleben, wie man in einer verhassten, aber gut bezahlten Arbeit ausharrt. Währenddessen widmete er sich dem Roman, der ihn berühmt machen sollte. Ohne Eile, sagte er, aber ohne Unterlass. All das, erklärte er in langen geflüsterten Sätzen, Aurelia de Leon hätte es lieber nicht gewusst, hätte am liebsten gar nichts über den Mann gewusst, nichts über sein Leben, und wenn sie noch einmal von vorne hätte anfangen können, wäre sie seine Geliebte geworden, ohne ihn nach seinem Namen zu fragen. Die Treffen mit Pablo waren eine Entdeckung gewesen, die des Fremden und des eigenen Körpers und auch eine Möglichkeit, auf lästige Bewerber zu verzichten, aus Gründen, die diese Bewerber niemals erfahren würden. Mit Pablo konnte man über Bücher reden. Wenn draußen so ein Sturzregen niederging, der in Bogotá gegen die Fenster peitscht und als Bach die Carrera Septima herunterrauscht, lag Aurelia nackt auf der Decke, die Poren vor Kälte verschlossen, und sprach von Proust und Colette, und in der nächsten Woche kam Pablo mit einem Buch in cremefarbenen Einband, das er in der Libreria Mundial gefunden hatte, in den Regalen der Neuerscheinungen, diese Neuerscheinungen, die schon 2 Jahre alt waren. Der Mann war vorhersehbar und rührend, gerade weil er vorhersehbar war, aber Aurelia fragte sich, ob sie ihn immer noch treffen würde, wenn sie allein in die Cafés nebenan gehen könnte, ins La Gran Vía zum Beispiel, ein Café mit Schuss nehmen, sich neben das Klavier stellen und bis 2 Uhr früh Gedichte rezitieren, ohne dass man sie für eine Bardame hielt und er sich an ihr rieb, wenn man zwischen den Tischen hindurchging. Die Antwort war nicht eindeutig. Gewiss war nur, wenn der Kerl es nicht ernst meinte, dann konnte er sich hervorragend verstellen. Doch Aurelia vergaß nie, dass 100 Meter entfernt im Café Automatico oder im Windsor Dinge geschahen und sie nicht geschehen sah. In den Cafés trafen sich die Journalisten und Dichter, in den Cafés schrieb sich die Stadt. Und Aurelia war nicht dort. Sie hätte dort andere Geschichten erzählen können, wie sie so viele erzählt hatte, und sie tat es nicht. Spielte das eine Rolle? Eines Nachmittags, nachdem sie auf einer Seite davon berichtet hatte, dass ein junger Mann nach Paris aufbrach, um Medizin zu studieren, und eine Dame mit Namen Jesusita von Gott zu sich gerufen worden war, steckte Aurelia ein Blatt ohne Briefkopf in die Maschine, schrieb einen Brief an die eigene Zeitung und legte ihn dem Verleger auf den Tisch. Der Brief erschien am folgenden Montag in einer schmalen Spalte in El Espectador, neben einer Werbung für Eva Witt, Überzieher, und einer Beschwerde wegen der Beseitigung von Bäumen und Blumen auf der Plaza de Bolívar. Obwohl man ihn gekürzt hatte und er mit den Auslassungspunkten der Amputation begann, war Aurelia zufrieden. Auf der ganzen Welt kämpfen die Frauen für das Wahlrecht. In Bogotá, dem grauen, schönen Bogotá, würden wir uns schon mit dem Recht zufrieden geben, Nachmittag ins Café gehen zu dürfen. Was für eine geheime Welt verbergen diese Orte, dass unsere keuschen Augen sie nicht sehen sollen. Es heißt, in diesem Café ballt sich das Geistesleben unserer Stadt. Aber vielleicht würde eine Besucherin von außen mit unbelastetem Blick und klarem Urteil merken, dass dieses Leben, wie die Orte, wo es stattfindet, nichts sind als Rauch. Am Nachmittag zitierte sie der Verleger zu sich ins Büro. Was das solle, fragte er. Aurelia sah sein schwarzes Haar, in dem die Pomade noch überlebte, obwohl es schon 4 Uhr war, sah auch den Plastikärmelschoner, von dem sie nicht wusste, wie man ihn nannte,
Ich will Kolumnen schreiben, sagt sie. Seit einem Jahr schreibe ich albernes Zeug und ich bin's leid. Ich habe etwas zu sagen und ich will es sagen, will nicht länger Zeit verlieren. Der Verleger musterte sie über den dicken Brillenrand. Aurelita, sagt er, täuschen Sie sich nicht. In Ihrem Alter hat niemand was zu sagen. Aber nur zu, finden Sie es selbst raus. Schreiben Sie was für morgen und wir sehen dann, was sich machen lässt. Aurelia schrieb eine Kolumne in spielerischem Ton, eher ironisch als sarkastisch, der sie den Titel gab, Auf der Suche nach der verlorenen Frau. Sie gab sie dem Verleger nicht persönlich, sondern wartete, bis er den Schreibtisch verlassen hatte und legte sie ihm aufs Pult. Dann vergaß sie die Sache über ihren anderen Verpflichtungen, dem Artikel über den Ball in El Benado, über die Erstkommunion eines Mädchens mit langen roten Zöpfen. Am Freitag, als Pablo sich bereits verabschiedet hatte, schlüpfte sie nach dem Duschen wieder unter die Decke, um ihr Haar trocknen zu lassen und um eine Erschöpfung abzuschütteln, die sie seit dem Morgen begleitete. Angekleidet, den Kopf in ein Handtuch gewickelt, schlief sie ein. Als sie aufwachte, war es fast dunkel. Sie hatte es eilig, denn zu Hause bei den Echevarrias deckte man bestimmt schon den Tisch, aber anstatt einen Block bis zur Septima zu gehen und die Straßenbahn bis zu ihrer Mansarde zu nehmen, ging sie unwillkürlich Richtung Norden. Der Regen hatte neben den Straßenbahnschienen frische Pfützen hinterlassen und Aurelia musste sich an die Hauswände drücken, damit die vorbeifahrenden Autos sie nicht nass spritzten. Sie bog um die Ecke in die Jiménez und ging Richtung Edificio Sotomayor, und schon bevor sie es erreichte, hörte sie den Lärm. Sie stand vor einem großen Fenster voll Rauch und drinnen spielte sich alles ab. Sie wollte hinein, aber ein Türsteher hielt ihr den Handteller vor die Nase. »Kein Eintritt«, sagte er, und als sie trotzdem weiterging, fügte er hinzu, »es gibt noch nicht mal eine Damentoilette.« »Ist mir gleich«, antwortete sie, »ich habe immer schon im Stehen gepinkelt.« Sie ging weiter, als bahnte sie sich einen Weg durch ein Dickicht. Der Rauch reizte ihre Augen, der Geruch nach gebratenen Empanadas stieg ihr in die Nase. Da erhob sich eine glasklare Stimme über die anderen, als hielte sie einen Vortrag oder nein, dachte sie, da rezitiert jemand Gedichte, aber auf einmal erkannte sie ihre eigenen Worte, die ein Mann von dem kleinen, aufmerksamen Publikum an einem Tisch voller Flaschen gekonnt vortrug. »Wo sind diese Frauen?« Ab und an wird von ihnen gesprochen, als wären es Einhörner, wie eine Kostprobe. Man hat mir eine Anekdote erzählt, die sich in den Thermalwäldern von Piper zugetragen hat, wo wichtige Persönlichkeiten den Sommer verbringen. Eine Frau, für ihre Schönheit bekannt, trat an den Rand des Schwimmbeckens, legte den Bademantel ab und offenbarte zum Entsetzen der Anwesenden einen schwarzen Bikini, wie sie an den Stränden Europas Mode sind. Der Bürgermeister rief sofort einen seiner Angestellten und flüsterte ihm etwas ins Ohr, wonach dieser vor aller Augen um das Schwimmbecken herumging. Als er vor der fraglichen Dame stand, sagte er schön laut und in der offensichtlichen Absicht, sie zu demütigen, »Señorita, der Bürgermeister lässt mitteilen, hier sind nur einteilige Badeanzüge zugelassen.« Die junge Frau richtete sich auf, trat noch näher an das Schwimmbecken und rief, die Hände herausfordernd in die Seiten gestemmt, »Bürgermeister, welchen Teil soll ich Ihnen ablegen?« Laut dröhnte das Gelächter in den engen Wänden von El Automatico. Aber bevor Aurelia Stolz verspürte, bevor sie überhaupt daran denken konnte, hinüberzugehen und sich aufmerksam zu machen, spürte sie am Magenmund etwas, was sich wie Schweineschmalz anfühlte. Sie schaffte es nicht bis zur inexistenten Damentoilette. Nach zwei Schritten musste sie sich vornüberbeugen und neben einen Tisch erbrechen, zwischen die Beine der Gäste, die über ihre Einfälle gelacht hatten, inmitten eines Schweigens, das unter anderen Umständen einen Zauber für sie gehabt hätte. Bueno, ya llegamos. Gut. Wir sind jetzt praktisch am Ende angekommen. Es ist wirklich ein wunderschönes Gespräch gewesen und ich denke, wir können das jetzt auch nicht einfach so beenden. Ja, ich würde vielleicht hier gerne auch eine kurze Klammer aufmachen, um hier die Übersetzerin
Susanne Löffling zu begrüßen. Ich, selbst wenn ich kein Deutsch kann, spüre ich doch absolut, wie sie meine Erzählungen absolut gut übersetzen kann. Das war auch mein Eindruck bei der Lektüre. Auch als ich diesen Text gelesen habe, ohne noch das Original auf Spanisch gelesen zu haben. Eine letzte Frage habe ich jetzt doch nur. Kurze Frage. Diese Aurelia, von der wir jetzt gehört haben, sie hat jetzt, was die Eckdaten ihres Lebens angeht, diese beiden Ermordungen. Sie wird im Jahr 1914 geboren, im Jahr, wo Uribe ermordet wird, und sie stirbt wenige Monate nach der Ermordung von Gaitán. Jetzt als emblematische Figur einer Epoche. Und wir wissen ja auch von dieser Epoche. Was ist das Charakteristische, das Wichtige an dieser Epoche aus der heutigen Perspektive des heutigen Kolumbiens betrachtet? Ich habe ja nie daran geglaubt, dass das Schreiben über die Vergangenheit irgendwie anders sein kann als der Versuch, darüber die Gegenwart zu erforschen. Alle meine Obsessionen mit diesen Daten, die mein Land auch markiert haben, das, was 1914 mit Uribe passiert ist oder was 1948 mit Gaitán passiert ist, verfolgt uns bis in den heutigen Tag. Man kann die kolumbianische Geschichte nicht anders verstehen. Um das zu verstehen, was ich auch sage, das ist nämlich die Art und Weise, wie die Ereignisse, die wichtigen, herausragenden Ereignisse unserer gemeinsamen kollektiven Vergangenheit und insbesondere die von der Gewalt markiert sind, haben Auswirkungen, die sich über Generationen weitertragen. Und eine der Gedanken, der Emotionen, wenn man so will, die meine Bücher untermauern, und das ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt in diesem Erzählband, das ist der Gedanke, dass etwas, was vor vielen Jahren passiert ist, lange bevor ich geboren wurde, wenn es gewisse Charakteristiken aufweist, mein gegenwärtiges Leben zum heutigen Zeitpunkt nach wie vor beeinflusst mich als Bürger, die Art und Weise, wie ich mich auch in meinem Privatraum bewege. Denn diese Ereignisse, auch gewalttätigen Ereignisse, haben diese mysteriöse Eigenschaft. In meinem Land geht es darum, ja auch einen langen Konflikt, der sich über mehr als ein halbes Jahrhundert hinaus streckt, zu beenden, der viele Menschenleben gefordert hat, viele Leben beeinflusst hat. Und das ist ein Konflikt, dessen Ursprung man 1948 in der Ermordung von Gaitán finden kann. Das heißt, man kann diesen merkwürdigen Faden ziehen, diesen Leitfaden, der eine Präsidentenwahl, ein Ereignis, das eine Präsidentenwahl veränderte 1948, bis hin zum heutigen Tag verfolgen kann, das Leben einer jungen Kolumbianerin, die Auswirkungen dieses Krieges nach wie vor noch erlebt, den wir alle gemeinsam versuchen zu beenden. Und das war der Grundgedanke. Der Grundgedanke, dass die Ereignisse, die gewalttätigen Ereignisse unserer Vergangenheit Konsequenzen haben, Auswirkungen haben, die sich über Generationen fortsetzen. Das ist unser Erbe. Unsere Kinder werden das von uns wiederum erben. Und das ist etwas, was mich sehr beschäftigt hat in allen meinen Büchern. Das ist eines der großen Themen. Wie geschieht das? Wie entsteht und wie schafft es ein Land wie meines, diesen Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen? Und das ist innerhalb einer Realität immer noch der Fall, die ja scheinbar so von der Versöhnung geprägt ist. Und trotzdem bricht es dann an die Oberfläche. Und diese Themen, die mich so beschäftigen, die diffundieren dann auch in meine Bücher. Ja, gerade heute sprechen wir ja auch davon, dass diese Gewalt ja auch wieder aufflammt in Kolumbien. Also das scheint noch ein unendliches Feld zu sein, sich darüber zu unterhalten. Da denke ich, dass der Rahmen
dieser Lesung in gewisser Hinsicht dafür nicht reicht. Ich denke, wir müssen uns an das halten, was wir jetzt erlebt haben und das Privileg, dich hier bei uns zu haben. Noch ein paar weitere Monate, bis Juli wird das der Fall sein, aufgrund deiner Gastprofessur hier an der Freien Universität. Und wenn das Leben zurückkommt, das öffentliche Leben wieder möglich wird, da hoffe ich, dass es mehr Gelegenheiten noch geben wird, um diese Themen zu vertiefen. Das ist sozusagen ein erster Schritt in dieser Richtung. Und ich danke dir für deine Anwesenheit heute Abend. Ich danke dem Publikum und wünsche dir natürlich auch noch einen guten Aufenthalt hier in Berlin. Und vielen Dank, dass du hier in dieses leere Stadion gekommen bist. Wenn Sie keine Sendung im Literaturhaus Berlin Digital verpassen wollen, abonnieren Sie doch einfach unseren YouTube-Kanal. Und wir freuen uns auch über eine Spende von Ihnen. Sie finden einen Spenden-Button auf unserer Webseite www.literaturhaus-berlin.de. Vielen Dank und schönen Abend noch.